Hallo, ich bin Daniela von happystampingatweb.de. Heute habe ich wieder eine kleine Schokoladenverschönerungsaktion für euch. Heute Abend bin ich unterwegs und für mich und meine Mädels mache ich wieder eine Kleinigkeit. Und zwar geht es da um diese runden Schokoladentäfelchen einer bekannten Firma und die wollte ich einfach nur ein bisschen aufpimpen, ein bisschen netter verpacken. Ich habe da auch schon einiges für vorbereitet, weil ich nämlich noch ein paar machen muss. Man sieht hier. Also auf diese Tafeln passt ganz hervorragend das zweitgrößte Framelit, also diese Framelits mit der Stickkante und das zweitgrößte mit den Kreisen. Das passt hier ganz hervorragend drauf. Davon habe ich mir schon mal einen ganzen Schwung ausgestanzt. Dann habe ich ebenfalls schon mal ausgestanzt. Ich habe noch diese alte Stanze, die ist leider nicht mehr im Programm. Ihr habt aber vielleicht eine andere Blumenstanze oder ihr habt Framelits, mit denen ihr solche Blumenmotive ausstanzen könnt. Davon brauche ich 3 Stück. Die habe ich mir auch schon ein bisschen präpariert. Und zwar haben die ja hier diese Einschnitte und die habe ich alle noch ein bisschen weiter eingeschnitten. Dann nehme ich mir jetzt einfach eine Pinzette, greife immer ein Blütenblatt und mit Daumen und Zeigefinger halte ich das Ganze ein bisschen fest, damit mir das nicht abreißt. Und dann verdrehe ich das so ein bisschen und knautsche das so ein bisschen, dass ich da ein bisschen mehr Fülle und ein bisschen Dimension reinbekomme. Das mache ich mit allen 3 Blättern. So, dann kann man das Ganze auch ruhig mit den Händen noch mal so ein bisschen knautschen und bearbeiten. Das soll so ein bisschen gebraucht und used look sein. Man könnte jetzt die Enden noch inken, das mache ich aber nicht. Jetzt können wir das Ganze schon mal zusammenkleben. Dafür klebe ich die jetzt einfach mit ein bisschen Kleber immer versetzt aufeinander und bearbeite das dann auch immer noch so ein bisschen. Hier nochmal ein bisschen Kleber wieder rein. Das auch nochmal versetzt obendrauf. Jetzt kann man in die Mitte eine Perle machen oder ich habe noch diese Klebepunkte, dann nehme ich mir jetzt einen von diesen dunkleren, größeren, einen ab, den mache ich in die Mitte. So, ruhig ein bisschen bearbeiten hier. Dann habe ich mir auch schon mit der Blätterzweigstanze aus Transparentpapier bzw. aus Vellum 2 von diesen Blättern oder von diesen Zweigen ausgestanzt. Da gehe ich hier immer so ein bisschen mit dem Fingernagel rein, dass die Blätter sich auch so ein bisschen biegen. Das haben ja normale Blätter auch, diese Blattnarbe. So, dann haben wir die Deko quasi schon so gut wie fertig. Dann habe ich an meinem Schreibtisch, das hatte ich euch schon mal gezeigt, guck ich da jetzt so rankomme. Ich habe hier immer so ein Becherchen stehen mit so Reststücken und auch mit so ganz kleinen Papierstreifen, schmalen. Und die sind jetzt für das Projekt super gut geeignet, weil wir da wirklich nur so einen ganz kleinen, schmalen Spruch brauchen. Da habe ich mich bedient bei einem neuen Stempelset aus dem Herbst-Winter-Katalog, ist er, glaube ich, ja. Besinnlicher Advent, und zwar ein kleiner Gruß. Das zum Fest brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Und das kann ich ganz einfach umgehen, dass ich das mitstemple, indem ich mir einfach ein Stückchen Tesafilm nehme. Und jetzt hier unten dieses zum Fest einfach einmal überklebe. Wenn man ganz rabiat ist, könnte man den Stempel auch einfach durchschneiden. Man kann ihn ja dann auf dem Stempelblock wieder zusammensetzen, aber das finde ich gerade bei so ganz kleinen Stempeln ein bisschen schwierig. Bei größeren Stempeln, die mehr Größe, mehr Volumen haben, habe ich das tatsächlich schon gemacht, dass ich die einfach durchgeschnitten habe. Die kann man dann auf einem großen Stempelblock auch super wieder zusammensetzen, wenn man dann den kompletten Spruch stempeln möchte. Aber bei so einem kleinen funktioniert das super, wenn man das abklebt. Dann gehe ich hier in mein Stempelkissen, nehme Farbe auf. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr jetzt vor dem Stempeln den Tesastreifen wieder abmacht. Jetzt muss ich mal einmal meine Rübe da so ein bisschen rüberhalten.
Und dann habe ich hier einfach nur ein kleiner Gruß. Ein bisschen glatt streichen hier. Jetzt habe ich das auf die falsche Seite vom Papier. Wenn man so ein Papier abschneidet, bleibt da ja immer so eine scharfe Kante über. So, wo habe ich meine Schere? Dann schneide ich mir hier ein Stückchen ab. Das andere Ende mache ich mir ein Fähnchen draus. Dann nehme ich mir jetzt hier einen von meinen Kreisen, gebe jetzt hier hinten auf mein Fähnchen ein bisschen Kleber, dass das hier so ein bisschen übersteht. Dann gebe ich hier noch mal ein bisschen Kleber drauf und da klebe ich mir jetzt, ich schaue mal, wo ich die Blüte hin haben will, und dann klebe ich da diese Vellumzweige hin, dass die ein bisschen unten durchgucken. Und die Blüte klebe ich aber noch mal mit ein bisschen Flüssigkleber fest, damit das auch wirklich hält und die nicht unterwegs abfällt. Und dann halte ich das Ganze ein Augenblickchen fest. Und auf die Rückseite von dem Kreis gebe ich einfach zwei Streifen doppelseitiges Klebeband, wenn es denn abgehen möchte. Dann ziehe ich da einfach die Schutzfolie ab. Und gebe das hier auf meinen Keks und drücke das Ganze vorsichtig fest. Nicht zu doll, weil er den Keks nicht kaputt macht. So. Und so rucki zucki haben wir wieder etwas verschönert. Das kann ich dann heute Abend verschenken. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen. Ich würde mich freuen. Ansonsten sage ich danke. Bis zum nächsten Mal. Happy Stamping. Tschüss.